Willkommen Leute, heute zu einem Spezialvideo. Heute gehen wir auf meine Tattoos ein, schon oft gefordert worden seit Monaten. Beantworten ein paar Fragen, schauen wir mal, was für verborgene Tattoos heute zum Vorschein kommen. Auf geht's! Oh, lange nicht mehr gesehen. Lange nicht mehr gesehen. Und direkt Schock. Genau, Schock. Wenn man so einen Mann hat, der eben eine halbe Stunde vorher Bescheid sagt, wenn du kommst. Ja, dann kann man sich nicht drücken vor der Kamera, ne? Ja. Kann man sich nicht. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Okay, Christian, fangen wir an beim ersten Tattoo. Wir fangen genau beim allerersten Tattoo an, das ich mir stechen habe lassen. Das ist der Skorpion hier oben, mein Sternzeichen. Hier, schon ein bisschen älter. Den habe ich gemacht, da war ich 16 oder 17. Ist von meinem Bruder spendiert worden. Dann ging es weiter. Das nächste war hier der Wikinger. Mit der Axt in der Hand. Und so ging das weiter. Dann habe ich den hier gemacht. Totenkopf? Ja, und Totenkopf. So mit so einem Helm an. Ich habe viele Totenköpfe, das muss ich schon vorneweg sagen. Das haben wir dann mit dem Totenkopf verbunden. Totenkopf, Totenkopf. Hier hinten dürfte doch der Totengräber sein, richtig? Korrekt. Jawohl, ist da. Und hier drinnen ist meine Traumfrau, die ich damals gesucht, aber nie gefunden habe, weißt du? Ja, und hier noch so kleine zum Verbinden, ein paar Totenköpfe, ein paar Schattierungen. Ja, das hier kann ja jeder lesen, wenn er ganz Legastheniker ist. Das hier 1986 ist eigentlich frisch, mein Geburtsjahr, war mein letztes Tattoo. Ja, so, das war der Arm. Wir gehen mal zum nächsten Arm. Wenn du morgen ohne Tattoos aufstehen würdest, würdest du die 1:1 genauso nochmal nachstechen? Ich würde genauso, wie ich es habe, würde ich sie 1:1 nachstechen, auf jeden Fall. Gibt es vielleicht vereinzelte Tattoos, wo du sagst, okay, die könnten jetzt im Nachhinein, die sind verbesserungswürdig, die müsste man vielleicht verändern, die müsste man aufstocken? Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, du siehst ja bei dem Arm, der ist ein bisschen heller und der ist ein bisschen dunkler. Den habe ich ja auch schon seit 16 bin, wo er fertig war, war ich 17, 18. Da hatte ich den kompletten Arm schon tätowiert. Da kann man in der Zukunft mal wieder dran arbeiten, dass vielleicht ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, aber sonst so was verändern auf keinen Fall. Ja, das war jetzt der erste Teil vom Arm. Wir gehen jetzt hier, muss ich mich kurz ausziehen, hier über die Brust, über den Hals. Gehen wir einfach weiter. Hier oben ist so eine Maske. Die ist auch schon, sieht man, erst schon die Farbe weg, wenn man das vergleicht. Habe ich auch wirklich schon, wie gesagt, jetzt glaube ich 16 Jahre. Ja, ein bisschen mehr, über 16 Jahre. Auch so eine Maske mit einer Zunge, also ein bisschen düster. Hier ist die Krone, unten drunter dem Herz mit Namen von meiner Frau und von meinem Sohn. Die Tochter fehlt noch. Totenkopf mit Flügeln, die über den Hals gehen, neben den Hals, neben der Krone entlanglaufen. Mit dem Kreuz, darf nicht fehlen. Dann bleiben wir hier gerade beim Bauch, an der linken Seite. Hier ist mein Sohn, sein Porträt ist noch nicht, leider noch nicht ganz fertig, muss ich noch mal hin, aber ich hatte keine Zeit hier unten und man sieht hier die Augen, die müssen nachgestochen werden. Die Heimatstadt Frankfurt auf dem Bauch, das darf nicht fehlen. Ja, dann gehen wir hier oben rüber, hier ist von Harry Weiss, ein auch bekannter Tätowierer, hat mir den Totenkopf gestochen. Hier im Innenarm, die Uzi, bewaffnet musste immer sein, weißt du ja, sonst läuft das nicht. Hier draußen auch ein Deadhead mit Flügeln, die bis hier hochgehen, über den Arm hinten. Hier ein Schlagring, wie gesagt, die Bewaffnung darf nicht fehlen. Das hier ist so ein Tattoo, den Hund hat wirklich, und das ist eine kleine Geschichte. Ich war im Auto und hatte eine kleine Auseinandersetzung und der war hat bei mir hinten auf dem Sitz gesessen und hat es gesehen und hat dann im Auto wirklich so gefletscht und so habe ich das in dem Stil gemacht. Ja, und hier drei Totenköpfe, nicht sehen, nicht hören, nicht reden, die drei. Es gibt ja normal eine Affenform, ne? Aber ich habe es in Totenkopfform, weil es eher passt. Hier so Schattierung. Flammenschattierung. Hier ist noch eine Handgranate eingebaut. Mag ich auch sehr. Handgranate, komme ich später auch noch dazu. Das wird natürlich der ein oder andere fragen, bist du denn zertifiziert dafür, einen Schlagring zu tätowieren? Wie meinst du das? Ja, hast du schon mal einen Schlagring extra? Nee. Brauche ich ja gar nicht. Brauche ich ja nicht. Deswegen habe ich mir tätowiert, dann brauche ich ihn mitnehmen, weißt du? Was ist jetzt noch an dem Arm? Soweit ist es eigentlich, soweit durch. Hier hatte ich ein Tattoo, es war Hardcore, das war so auch mit meinen ersten Tattoos, aber leider, siehst du, das ist eine schlechte Stelle zum Halten. Geht immer wieder ab, habe ich schon ein paar Mal danach gestochen. Hier das Kreuz auf der Hand. Wofür steht das Hardcore? Ja, die zwei Fäuste halt, ne? Hat mir gefallen, Hardcore hat mir einer gesagt, Mann, das sind gute Hände, hast du Hardcore-Hände. Genau, also in Amerika hat es mir einer gesagt, sowas war es. Hier oben haben wir vergessen, das ist Strange and Honor. Genau, weil ich mal auf Amerika gekommen bin. Das habe ich mir in Amerika stechen lassen. Hey, und Stärke vom Film Gladiator.
Was schätzt du? Das ist natürlich jetzt eine schwer zu beantwortende Frage. Aber was haben alle Tattoos zusammen gekostet? Was schätzt du? Ich muss das schwer zu schätzen, weil ich habe immer wirklich gute Freundschaftspreise gekriegt. Der Dittmann, der meine größten, also den größten Teil meiner Tattoos gemacht hat, der hat manchmal nichts genommen, und weil ich den von klein auf kenne, vielleicht 10.000. Wirklich? Günstig weggekommen? Ja, aber wirklich nicht mehr. Ich habe wirklich nicht viel immer für die Tattoos bezahlt. Lass es 12.000 sein, aber dann ist es wirklich, glaube ich, Obergrenze. Ne? Hast du eigentlich vor, noch mehr Tattoos zu machen? Ja, auf jeden Fall. Nur die Zeit lässt halt manchmal nicht zu. Und der Schmerz, der hat sich auch ein bisschen verändert. Also ich kann nicht mehr so lange sitzen. Irgendwie der Schmerz wirklich, ich habe früher 5, 6, 7 Stunden gesessen für manches Tattoo, wo mir nichts ausgemacht hat. Aber dann jetzt, ich kann nicht länger wie 2, 2,5 Stunden, dann ist schon wirklich Ende. Aber auf jeden Fall, ich bin noch nicht fertig. Ich würde gerne beide Beine noch zumachen. Und auch wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist, kannst du keine Tattoos machen. Irgendwas mal im Gesicht geplant? Nee. Vielleicht die Hände, aber Gesicht und so weiter, das war nie ein Thema für mich. Dann zum Rücken, oder? Ja, wir gehen zum Rücken. Das ist eine japanische Maske. Das ist eigentlich so der einzige, mehr oder weniger Japan-Style, wo ich habe. Wie gesagt, der Rücken ist auch noch nicht fertig. Hier ist noch viel Platz. Und da will ich auf jeden Fall noch was machen. Ja, jetzt gehen wir zu einem kleinen Secret, was noch nicht jeder gesehen hat. Die hier, das ist eine Handgranate, immer bewaffnet. Ich weiß noch ganz genau, wir sind zum Tätowierer auch zu meinem Freund Dietmar. Er hat mir die gestochen. Dann habe ich einen Anruf bekommen von Daniel, ob ich nicht zum Training kommen kann, weil er schnell einen Kampf angenommen hat. Da habe ich gesagt, ich bin gerade beim Tätowierer. Da hat gesagt, hey, wir haben nicht lange Zeit, bitte komm, wir müssen sparen machen. Habe ich das gemacht, war noch nicht lange, 2, 3 Stunden. Und dann bin ich gerade die Straße rüber, weil das Gym war genau gegenüber. Und habe dann direkt mal Sparring gemacht mit Daniel. Aber mehr verborgene Tattoos habe ich nicht. Nichts am Arsch oder so? Nein. Ja, der Oberkörper ist jetzt so weit durch. Jetzt gehen wir an die Beine. Wir fangen auch mit dem rechten Bein an, fangen von oben nach unten. Hier ist so ein Letterhead mit einem Kreuz eingearbeitet. Das geht auch ein bisschen über den Arsch hier. Das hat auch schön gezwickt, muss ich ehrlich sagen. Das ist noch ein Tattoo, wo ich wirklich auch keine Zeit gefunden habe, das fertig zu machen. Ein tibetanischer Totenkopf. Seht ihr, ich bringe auch ein bisschen Abwechslung rein mit den Totenköpfen. Hier noch ein Letterhead. Dann gehen wir hier an die Waden, ans Schienbein. Das war mein Tattoo. Das war so ein Tattoo zum Beispiel von meinen Anfangszeiten. Da habe ich 6 Stunden gesessen, war kein Problem. Ja, die Zahl 81 ist eine Abkürzung. Die Abkürzung könnt ihr raten. Auf den Schienbeinen die Totenköpfe. Hier noch so eine Maske, ähnlich wie hier oben auf der Brust. Und dann kleine Schattierungen noch drin. Ja, das ist somit das frischeste Tattoo. Wir kämpfen für das, was wir lieben. Das ist ein Spruch, der eigentlich jeden anspricht, denke ich. Wer was liebt, der kämpft um was. Und so ist es bei mir auch. Und das ist das Frankfurt-Wappen von der Stadt Frankfurt. Ein Totenkopf mit eingebauten Schlagring. Den habe ich gemacht, das war auch so ein bisschen so in meiner Jugend, weil mein linker Kick wirklich so stark war, wo ich auch heute im Training ausgenockt habe. Hinten die Wade ist auch umdettet. Die meisten Leute denken ja, Tätowierte sind gewaltbereiter, sind Verbrecher, sind kriminell unterwegs etc. Nein, das ist heutzutage ist es durch die Bank wirklich sehr in Mode geworden, dass man tätowiert ist. Fußballer sind tätowiert, keine Ahnung, ist jeder tätowiert. Leute, die im Büro sitzen, sind tätowiert. Natürlich, früher war das was anderes, vor 15 Jahren, 16 Jahren, wo ich angefangen habe mit den Tattoos, da war das, ja, da hat man schon geguckt, boah, der hat ein Tattoo, also kann schon kriminell sein, kann schon asozial sein, aber nein, war ja nie so. Und sieht man ja auch, was es jetzt für ein Ausmaß gegeben hat. Wir haben in Deutschland ja mit eins der besten Tätowierländer der Welt. Die Leute lassen sich tätowieren. Das ist schon ganz normal geworden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine kleine Expedition durch die Tattoo-Landschaft auf meinem Körper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.